sogar meine Frau muss zum TÜ Taunus. Liebe Facebook-Freunde, heute ist Freitag. Ihr wisst genau, mein Lieblingstag. Heute haben wir das Thema Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie zieht Wasser an. Man soll immer wieder mal prüfen, ist dann zu viel Wasser in der Bremsflüssigkeit oder ist genau alles richtig. Dafür haben wir hier so einen sogenannten Bremsflüssigkeitstester, der einen groben Schnelltest zulässt. Dies gibt es bei uns auf den Prüfstellen, aber auch in den Fachwerkstätten könnt ihr die Sache überall nachprüfen. Ich werde jetzt diesen Bremsflüssigkeitstester reinstecken in den Behälter von der Bremsflüssigkeit. Dann werden wir mal testen, ob in dieser Flüssigkeit zu viel Wasser drin ist. Ich werde jetzt den Behälter aufschrauben, das Gerät reinstecken. Tester angemacht. Und jetzt stecke ich ihn rein in den Behälter. Wir stecken ihn rein und jetzt misst er automatisch, ist zu viel Wasser in dem Behälter. Wie ihr seht, eben war grün, jetzt ging er aus. Das bedeutet, wir haben kein Wasser in der Bremsflüssigkeit. Haben wir zwischen 1 und 2%, ist es noch okay, aber ab 3% Flüssigkeit ist es wie immer im Leben, viel Rot, viel Gefahr, sollte unbedingt gewechselt werden. Aber bitte nur in der Fachwerkstatt. Macht's gut, bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜ Taunus.